Hey, ja, ihr Sternschnuppen, willkommen zurück zu Destiny, zur Fortsetzung. Die spielt aber nicht mit der nächsten Mission, kann man sagen, denn heute machen wir eine Patrouille auf dem Mond. Da geht's heute hin. Beim letzten Mal haben wir die Kammer der Nacht gemacht. Und haben ja die Hexen vom Ritual abgehalten und haben uns dann durchgekämpft erfolgreich. Und haben danach, beziehungsweise haben davor, muss man sagen, Informationen erhalten, die uns zum Venus führen werden, Aber das machen wir entsprechend beim nächsten Mal erst. Heute machen wir die Patrouille. Wir machen ja einen Strike, den es eigentlich geben sollte. Ja, habe festgestellt, das teilt sich echt durch diese Mission erst frei. Das heißt, wir machen das auch erst im Zuge des der ersten DLCs Dunkelheit lauert, beziehungsweise The Dark Below. Im Hauptspiel dazu gehört eigentlich, aber ich hab's ja gesagt, aus Chronologiegründen macht es eigentlich Sinn, eher das dann dort zugehörig zu machen. Und ja, bevor wir das machen, geht's nochmal zum Turm. Wir brauchen, glaube ich, keine Beutezüge eigentlich. Wahrscheinlich haben wir alle, aber mal gucken, ne? Ja, heute die Patrouille nutzen wir natürlich auch, um die Geister und Truhen zu finden, die wir finden können. Also wenn nicht alles täuscht, gibt es dann auch eine Truhe noch nicht. Die gibt es dann auch erst im Zuge des Zweigs, den wir erst freischalten müssten. Aber das macht dann Sinn, erst im Zuge des DLC zu machen. Das heißt, die machen auf dem Mond aber keinen Strike, dafür gibt es später dann, glaube ich, so zwei in dem DLC dann hier auf dem Mond. Aber. War von denen nur einen, ich weiß nicht, vielleicht war der andere. Ich glaube, ich gab zumindest im DLC dann eigentlich einen dazu, einen neuen und wir machen dann einen zweiten noch. Quasi den alten. Aber ja, gut, wir sind hier, haben jetzt natürlich hier noch eine Info, was halt quasi Dagbilo starten würde. Aber wir lassen da. Ich folge das ein bisschen meiner Liste, die ich so habe. Sonst macht es auch, Sinn gemacht, vielleicht jetzt parallel hier zu machen. Ja, hab's glaube ich auch damals. Aber ich weiß gar nicht mehr so genau. ich habe damals, glaube ich, auf der 360 erst Hauptspiel gespielt, komplett durchgespielt. Und dann erst, glaube ich, fast ein Jahr später mit König der Besessenen weitergespielt. Und dann habe ich erst die DLCs nachgeholt. Und dann halt das neue Add-on halt gemacht. Und hab für den zweiten Charakter angefangen. Sag wegen PvP, aber wollte mit dem auch eigentlich die Story dann nachspielen nochmal. Wie sie da integriert wurde, habe ich dann noch nicht gemacht. Ja, gut. Das mal so als kleine Erzählung aus alten Tagen. Er geht viel über die 360-Version, ne? Ich weiß nicht, überlegen, ob ich mal als Spaß mal einen Stream mache mit der 360-Version. Als Abseits von irgendwem anderen Kram halt, ne? Erziele 30 Kills Arkus-Fähigkeiten. Naja, habe ich glaube ich gar nicht, aber egal. Als Turmbeschwörerin ist das Auge ihres Turms. Ihre Blitze lagen lang nach allem, was vor ihr liegt. Ikura Way. Erziele 20 Granatenkills, können wir ja machen. Ich hasse es ja, es zuzugeben, aber manchmal erreicht das Licht eines Hüters Stellen, an die eine Pistole nicht herankommt. Benji 44. Die Siege 50 Vex, das haben wir auch noch nicht. Ziele auf die Saftfleckchen. Nichts ist unheimlicher als Vex-Augen, die dich aus der Dunkelheit anstarren. Kate 6. Ja, ich weiß gar nicht, was wir eigentlich aktuell haben an Aufgaben. Das ist eine gute Frage. Das ist die Story, die wir halt nicht verfolgen aktuell. Wir brauchen Granaten oder Nahkampfkills, um Fahrt des Sonnensängers zu machen. Die Hälfte haben wir, das heißt 20 Granaten passt dann zu ganz gut. 120, ne? Ja, Sphären des Lichts müssen wir auch noch machen entsprechend. Legion Warlock machen wir gerade nicht, aber erreichen wir ja mit Level 20. Fort Elite, das machen wir dann irgendwann später erst. Das ist ganz spät. Schatten, die kommen auch ganz spät. Das kann sein, dass wir mal irgendwann nochmal weiterführen, wenn wir alle drei Klassen durch sind. Vielleicht irgendwie dann beim. Ja, vielleicht machen wir es so. Wir schalten immer die dritte Unterklasse frei. Machen halt mit dieser Mission, die wir extra kriegen. Hab dazu noch keinen Kommentar gelesen.
Aber kommt auch da kommt daher, weil die Folge ist schon ja, länger jetzt her. Also, beziehungsweise, wenn ihr das seht, ist die Folge schon länger her. Deswegen ist sie noch gar nicht veröffentlicht. Deswegen konnte noch keiner was zu schreiben. Habt ihr mehr Zeit dafür, ist kein Thema. Habt ihr gefragt, von wegen wollt ihr auch dieser Anfang in die, die Mission von anderen Klassen sehen? Da würdet ihr auch noch machen, extra. Aber es ist auf jeden Fall jetzt der Plan. Wir spielen jetzt die drei Klassen frei. Dann wechseln wir auf die dritte und machen die fertig. Und dann würde ich dann sagen, dass wir nach und nach die anderen Klassen nochmal nachholen. Das heißt, es kann sein, dass wir nochmal zurückkehren werden. Später im Spiel dann wahrscheinlich. Ne? Wir werden dann erst die dritte Unterklasse fertig machen und dann erst wieder mit der ersten anfangen und die da fertig machen, wo wir halt 15 Level und drauf haben und dann, damit wir halt später so alle auf einem guten Niveau haben. Ich habe bei der 360-Version einen Fehler gemacht, ich habe einen komplett fertig gemacht und dann erst fange ich den anderen an und die sind halt total quasi viel zu schwach, schon, um was zu machen, großartig. Das ist das Problem, deswegen ist halt hoffentlich später ein bisschen besser ausgeglichen. Ja, und hier sammeln Energiespitze machen wir heute hoffentlich, dass wir das Patrouillen einmal einschaffen. Das wäre ganz gut. Okay, auf jeden Fall haben wir 10 Minuten geredet, wahrscheinlich. So. Ja, kommt so also hin. Aber ich lasse wieder so neben Video nebenbei laufen. Ja. Gleich, wenn wir auf dem Mond angekommen sind. So, wir machen heute Patrouilliere den Mond. Stelle dich der zerrütteten Oberfläche des Erdmondes und hilf der Stadt bei ihren Bemühungen. Daher machen auch Missionen. Sammeln damit auch Sachen. Und ja, los geht's. Also bis außerhalb der Story wieder. Eigentlich Mafia, der Story ist das glaube ich gar nicht zu berücksichtigen. Weil eigentlich Mafia geht es der Story direkt weiter zu Venus. Aber wir machen das so, wie es halt hier wie die Planeten frei wieder freigeschaltet haben und wie wir fertig sind mit den Planeten. Ja gut, okay. Ich sehe schon gerade der erste Geist, den wir hier finden könnten, der wäre eine Story-Mission. Ich nehme seltsame Energiefluktuationen wahr. Muss ich wieder daran denken, dass ich auch noch einen Geist finden kann in allen Missionen. Also, die wir noch nicht haben. Ja, guck mal, was hier so los ist, ne? Okay. Ja. Oh. Immer nehmen wir mal den zuerst. Oben drauf. So. Hier Lakshmi 2 vom Kriegskult der Zukunft. Wir brauchen Hilfe in diesem Gebiet. Details sind verschlüsselt. Selber die Motorfläche von Feinden der Stadt. Na dann. Alles wegräumen, was wir so sehen, ne? Ach, das ist ja passenderweise. Sind wir ja auch direkt hier. Ah ja. Wer? Das? Eine Truhe, die man so als ein Ding nehmen könnte. Heliumfilamente, nehmen wir das eben mit. Ah, da oben ist er ja. Ich sehe ihn auch. Mal hochkommen würde.
Wo sind wir her? Okay, gucken, ob wir da dran kommen. Ach nee, hör mal, hier drauf ist besser. Toten Geist erwecken, hat nicht funktioniert, gerade. Okay, das ist der erste, den wir jetzt finden können. Hätten wir schon am Anfang finden können, aber da haben wir nicht aktiv nach gesucht. Deswegen ist das alles halb so schlimm. So, Gas am Handy haben wir jetzt gefunden, ne? Wunderbar. Da haben wir noch nie alle Feinde gefunden, ne? Wo ist denn der nächste? Ach du meine Güte, das ist ja ganz schwierig. Mal gucken, ob wir den kriegen. Wo soll das denn sein? Ah ja. Ich weiß, wo das sein sollte. Hoffe ich zumindest. Ah, das ist eine scheiß Tarnung. Sehe ich mal so, dass das eine schlechte Tarnung ist. Was? Ah, da saß ein. Gut gemacht. Das wird dem Kriegskult gefallen. Ja. Ah, was soll das denn? Ach, viel verbrannt. Ja, super. Ja, die nächste hier können wir nur nehmen wir den. Niemand deckt diese da. Hüter, greift an, wo der Feind unvorbereitet ist. Erscheint, wo ihr nicht erwartet werdet. Anweisungen folgen. Die Hexe ist auf Hexenziel. Jedes Schiff in der Nähe des Mondes kann die dunkle Macht dieser Hexe orten. Du musst sie besiegen. Die Hexe. Die versteckt mich also jetzt hier. Ich verstehe. Überlebt immer noch. Dachte ich schon, der hat überlebt, ne? Der hat überlebt? Hab ich ihn nicht getroffen? Eine wahre Konstante haben wir freigeschaltet. Wo sollen die sein? Ah, ich glaube, die ist da unten drin. Na, das hilft mir jetzt auch nicht so weiter. Andererseits, vielleicht ist das hier so nie richtig. Ist das vielleicht so richtig hier? Da unten ist das tatsächlich. Geistfragment Mond, wie komme ich jetzt wieder raus? Das ist die Frage hier. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir gar nicht so gut rauskommen. Ja, ich glaube, man könnte hier theoretisch rauskommen, aber ich habe die Befürchtung, dass wir das nicht schaffen. Ah, wir schaffen es doch. Ja. Oh Gott. Das stellt sich vor, man stirbt jetzt, weil man jetzt denkt, man ist oben. Da war ja tricky, ne? Der mich gerade daran erinnern, dass ich da ja rumspringen musste. War ich ja. Nein.
Also richtig, wir müssen dann rein, wir müssen da in die Richtung tatsächlich. Und da unten hin. Guck mal, wo das denn sein soll. Aua. Müssen wir mal rein. Sowieso. Aus diversen Gründen. Auch wegen der... Auch wegen der Hexe. Auch. Aber wir müssen eh in die Richtung. Passenderweise. Mal alles im Zuge der Mission machen können, ne? Wie runtergegangen sind. Ah ja. Aber drüber ist mal was anderes. So. Hier ist die goldene Truhe. Nox Kanto 3 gibt das als Belohnung. Hier sind können wir kurz die Hexe erledigen, würde ich sagen. Alle der Weisheit. Ach, da ist er. Aber die Sonnenbezwinger heraus haben wir abgeschlossen. Das ist gut. Also Ritualhexe, das hieß also, könnte ja sein. Ne, ist eine andere. Aber hier hat auch nicht mehr. Da wird sich Savala freuen. Gut gemacht. Okay, na, ordentlich Upgrades. Hoppa. Hier mal die Mission gemacht. Okay. Ich glaube, hier sind keine Patrouillen mehr. Wir können mal gucken, was wir so erreicht haben. Das können wir mal nebenbei aufrüsten. Was ist die Verteidigung? Ja. Also, erhöht die Vertrauenskraft, sodass diese Rüstung mehr Schaden absolvieren kann. 105, ne, immerhin. So, der ist aber so gut wie fertig. Reaktives Nachladen. Das Nachladen dieser Waffe nach einem Kill gewährt kürzzeitig Bonusschaden. Aha. Was sitzt mir wer? Verbesserter Schaden. Erhöht die Angriffskraft, sodass die Waffe mehr Schaden verursachen kann. 84, na, ist auch immer ein was. Kann man in der Zwischenzeit was anderes machen? Wir haben Nox Kantor 3, die ist irgendwie schlechter. Das gut ausbalancierte Fusionsgewehr NC3 schafft den Spagat zwischen Schusskraft und einfacher Bauweise. Ja, Fusionsgewehr ist auch ein Nox Kantor, können wir aber, brauchen wir nicht. Alle weg. Die brauche ich nicht aufleveln, aber wir können das Fusionsgewehr mitnehmen. Das Maschinengewehr brauchen wir noch eine Weile, das ist auch noch nicht so weit. Das ist auch noch nicht so weit. Okay. Ah. Ich weiß natürlich nicht, wo es weitergeht hier. Vielleicht müssen wir noch weiter runter, ne? Ja, guck mal. Ich glaube, wir sind tatsächlich weit weiter runter. Das können wir so hier bleiben. Ach ja, mal kurz hier. Wir bleiben sogar. Moment. Wir müssen weiter tiefer rein sogar noch. Ja, dann machen wir das mal. Gucken, wo wir dahin müssen. Ah ja, ich glaube, ich sehe schon. Wir müssen aber viel weiter, wir müssen dann weiter in die Richtung. Wir sind noch weiter runter. Na, okay. Was ist denn für einer?
Das war ein High Level. Ich muss, glaube ich, muss mal in die Richtung. Was sind das für Leute gewesen? Wo kamen die denn jetzt her? Ist das jetzt hier? Ich muss kurz checken. Ja, wir müssen in die Richtung. Wir sind da richtig. Ah. Bin noch nicht weit genug da rumgelaufen. Da ist es. Okay. Bin noch nicht weit genug rumgelaufen, um das zu sehen. Da habe ich mich deswegen war ich nicht ganz sicher. Gefährlich hier. Geistfragment toter Orbit. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich das vorlese, schreibt in die Kommentare. Dann mache ich dazu noch eigene Videos. Oder Podcasts, was auch immer. Keine Ahnung, wenn man so halt Podcasts, wobei es auch Bilder gibt. Ja, diese Uhr halt ein bisschen was beiben. Naja, ich hätte mal besser machen können. So. Jetzt geht's noch weiter. Ach, verdammt, wir hätten eine Mission nochmal abspielen müssen. Eine geht. Verdammt, während der Mission gibt es auch noch eine Truhe. Ach nein, ärgerlicherweise. Ach Gott, da muss ich. Scheiße. Oh, da muss ich gar nicht hin. Verlaufen. Hab eine Truhe übersehen, befürchte ich. Ach nee. Naja, dann geht's halt nicht. Dann geht's halt nicht. Ach, da muss ich das irgendwann ganz später machen. Nein, aber es ist nur eine Truhe, also es ist nur Loot grundsätzlich. Ist also nichts, was jetzt grundsätzlich schlimm wäre, ein Geist wäre ja ärgerlicher. Aber hab mir anders vorgestellt, muss ich sagen. Nur habe ich die beim letzten Mal aus Versehen mitgenommen. Ich glaube nicht, dass ich die mitgenommen hätte in der Mission, wo ich die hätte mitnehmen können. Da war ich, das war glaube ich die Mission, wo ich mich da als einer von denen ausgegeben habe. Naja. Egal. Eine Truhe ist noch in einer Mission, das Weltengrab. Ich befürchte auch, dass wir da nicht reinkommen. Ich müsste jetzt runterlaufen und gucken, ob ich da reinkomme, aber. Ich glaube, es ist eigentlich abgeschlossen dann. Die Tür ist eigentlich zu, deswegen kommen wir wahrscheinlich nie lang. Naja. Dann gibt es halt keinen kompletten. Dann machen wir halt irgendwann anderen mal die eine Truhe, die uns noch fehlt. Und dann. Die andere bleibt dann übrig. Die mache ich dann. Vielleicht irgendwann, wenn ich mit allem fertig bin, dann privat. Oder in einem anderen Zusatzzeug. Ja, wer weiß. Was schon. Was uns so erwartet doch. Vielleicht gibt es ja noch mal einen Punkt, wo wir wirklich Missionen spielen müssen, sowieso, aus anderen Gründen. Aber naja. Der gab mich immer am meisten sowas, hätte ich man dann besser geguckt vorher. Ich dachte, es wäre nur eine Truhe in einem Strike. Wo soll er sein, der Kriegssatellit? Da hinten. Was soll man machen? Ich glaube nur hinkommen rechtzeitig, ja doch. Werden das mal machen. Ich bin ja für solche Events immer zu haben. Und beeilen, ne? Wäre vielleicht ein bisschen schneller, sonst kommt man noch nicht mehr an rechtzeitig. Das sollten wir uns vielleicht ansehen. Machen wir mal. Also, wenn du meinst,
Ja, ich meine das. Das wird ziemlich blöd verlaufen. Immer noch schon. Meine Güte. Wo kam der plötzlich her? Was ist das? Ist wieder gut. Ach, was soll das denn werden? Okay. Räumen wir hier auf, wie es geht. Wir leben noch lange genug, ey. Oh Gott. Lad nach. Ah, gut, das läuft doch ganz okay. Noch weg. Verteidiger. Das ist weg. Und zieht sie zurück. Ja, wunderbar. Ach, lief ganz gut. Hat ein bisschen mehr Ärger als verraucht, den wir jetzt eben erlebt haben. Wegen die Remark habe ich erhalten für meine alleinige Tätigkeit. Oh, kann man damit zufrieden sein. So, die haben wir gemacht beim letzten Mal. Vorhin machen wir den dritten. Das kann aber nächstes hin müssen. Ach, was war das denn? Ich guck gerade das Video an, aber wir müssen in eine Richtung ein grundsätzlich. Einmal etwas zu diesem Marker machen das. Legendäre Marker, na. Ob wir da einen legendären Gegenstand kriegen? Ausreinigung! Was wolltest du hier von mir? Ich würde sagen, wir sind noch gut aufgeräumt hier, ne? Also. Was fehlt uns denn noch jetzt hier an Sachen? Uns fehlen Granatenkills. Haftende Granaten haben wir immer noch nicht. Kabal haben wir hier noch nicht.
Vex haben wir ja auch nicht. Kosmodrom haben wir auch nicht. Spezialwaffenkills. Da braucht man eigentlich im G, ne? Oder das Rotfinte oder sowas. Leere Waffenkills haben wir auch nicht. Patrouilliere den Mars haben wir auch nicht. Akkusfähigkeit haben wir auch nicht. Granatenkills wollen wir noch 12. Aber wir eben gut damit aufgeräumt haben, muss ich ja sagen, ne? Also. Damit zufrieden mit, muss ich sagen. Okay, eine Aufklärungsmission, Hüter. Rein und raus. Kämpft, wenn ihr müsst. Bewertet die Erfolgschancen, eine verlassene Koloniebasis in der Nähe des Höllenslunds zurückzuerobern. Das ist, glaube ich, die Richtung, wo ich hin muss. Sollen wir da hinfahren? Ja, wir fahren da mal hin. Wir fahren da mal hin. Ui, müssen wir in die Richtung. Ist mir genau in die richtige Richtung. So ist er hier. Ja, der Hase Insignien. Na, wenn das nichts ist. Okay. Hier geht wieder ist in die richtige Richtung. Denke ich mal. Also die Hälfte von dem von der Liste, die wir haben. Wie gesagt, konnten jetzt ein paar machen. Nicht machen. Die nächste müsste auch in der Nähe sein. Es kann sein, dass das jetzt der ist, den wir schon haben. Ja, das ist der, den wir schon haben. Okay. Das war der in dem Gebäude. Ja, ich glaube, die Truhe, die war vermisst, die ich übersehen habe, habe ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Naja, muss mit leben, ärgert mich immer sowas, aber. Kann ich auch nicht erinnern. Wir sind hin, da unten. Unser sein. Bist du denn? Komm mal, kann das ja vielleicht gut sein. Das funktioniert jetzt? Ne, ich glaube nicht. Erlange 7x 3 Kills in 3 Sekunden mit einer Spezialwaffe. Ich habe das jetzt kein Mal geschafft. Das ist ja die Spezialwaffe hier. 7x 3 Kills. Das ist mit der Waffe gar nicht so schwierig. Wenn man dann vernünftig trifft. Natürlich. Leute denn? Warum ist einer? Nicht mal getroffen, ärgerlicherweise. So, haben wir jetzt müsste doch das getroffen haben. Ja, es hat aber funktioniert, immerhin. Also es gibt dafür ganz okay mit den Fusionswaffen, aber ja, ich muss immer noch in die richtige Richtung hier. Wo soll das sein? Da oben. Ist das jetzt nicht die Basis? Ich würde sagen, wir haben die zurückerobert, oder? Willst du behaupten? Sollen wir mal hochkommen? Ich würde sagen, wir haben die zurückerobert. Meine Meinung. Okay, dann los. Ich würde sagen, wir haben die zurückerobert. Wir haben sie befriedet. So, wo muss ich denn dieses denn hin? Ja, ich ahne schon.
Patrouillen verfügbar. Naja, ich weiß, das ist nochmal etwas weiter weg. Das ist die Mission, die ich suche. Die 350 Meter entfernt ist. Das ist die Energiespitzmission, die wir brauchen für die Patrouille. Gott, auch nicht, dass ich hier jetzt verrecke hier oder so. Not ist gefährlich. Ich bin ja geübt durch Elite Dangerous. Was ist denn auf der anderen Seite? Das ist ja ganz blöd. Muss ich wohl doch hinfahren. Ich bin ja geübt, was das angeht. Elite Dangerous. Was ist ein MG, ne? Hier dachte ich, ich bin Scharfschützen noch geballert, aber. Ich muss da hinten hin. Einseits zu dauern, nur weit auseinander. Ja, so sieht besser aus. Aber ihr müsst ein bisschen besser rauskommen. Er kann ja nicht das machen, das geht ja nicht. Nicht Platz 2, aber. Ah, verdammt, das hat nicht funktioniert. Weil der nicht gestorben ist. Echt ärgerlich, ich habe den einen erwischt. Habe ich diesen Elite, diesen Ultra erledigt. Und dann kriegt den normal nicht tot. Ey, das wäre nämlich der gewesen, den ich gebraucht hätte. Naja. Dann ist das halt so. Das wohl so. Von großer Wichtigkeit für dich. Wenn unsere Zivilisation überleben will, dann müssen wir neue Technologien finden, die uns beim Überleben helfen. Sammle Werte der Energieschübe um dich herum, damit wir ihren Geheimnissen auf den Grund gehen können. Passiere die Energieerscheinungen, um schnell Ladung und Sensordaten zu erhalten. Dein Fortschritt findet mit der Zeit. Und dann hast du eine Dauermission, die brauchen wir auf jeden Fall zum Fahren. Die gab es aber tatsächlich noch früher noch gar nicht. Also zumindest als der Besessen erschienen ist. Hast du eine Mission nie gesehen, ey. Ich hab wirklich viel Patrouille gespielt. Ah, da fahr ich daneben. Reicht nicht mal, aber der reicht. Einen kompletten Zyklus von Sensordaten für den Turm. Wunderbar, wir haben Patrouillenanmals abgeschlossen. Jetzt gehen wir mal. Wo muss man denn hin? Ich glaube, wir mussten da in die Richtung. Andere Patrouille noch, die wir machen könnten. Ne, hier gerade. Nicht, wobei man könnte ja sagen, man kann ja hier wieder einjagen hier. Ja. Hüter, es ist ein mächtiger Feind in der Nähe. Greift ihn an, bevor er euch angreift. Mit daran. Der Preis auf den Kopf der Hexe ist hoch. Schalte sie aus. Das ist leider nicht gleich hin, wo ich hin wollte, ne? Aber naja. Oh, da mal hin. Out. Ah, hier waren wir noch nie drin. Guck mal, was hier so los ist. Hallo.
Nur zwei. Ich sehe nur zwei. Da lohnt ja drei. Ich sehe zwar drei, aber leider sind die nicht so, wie sie sein sollten. Ja, mal eine Granate. Heliumspulen nehmen wir natürlich mit. Die Heliumspulen. Wenn die mal hier sind. Was ist hier so los? Hier waren wir noch gar nicht drin. Deswegen muss man immer so sagen, das ist alles außerhalb der Story. Es könnte natürlich sein, dass das hier die Route vom Strike, glaube ich, ist, aber sicher bin ich mir auch nicht mehr. Aber es könnte auch, geht doch, wo geht der Hölzlund runter? Ich weiß es nicht mehr. Wir würden es erfahren, ne? Im Zuge einer Mission würden wir was mitkriegen, dass wir hier mal runter müssen. Aber, ja, das Torhaus. Wer ist der größere Tor, hä? Der, der behauptet, einer zu sein, oder der, der anderen sagt, einer zu sein? Ach Leute, das ist wirklich der Strike, die Strike-Höhle. Geht jetzt mit Strike hier runter. Ich bin noch so häufig, ich bin damals so häufig lang gelaufen, das muss dann die Strike-Höhle sein. Ah, hier ist eine Spawn-Höhle. Aber hier geht es durch zum Strike runter. Also beziehungsweise hier läuft man entlang beim Strike primär. Ah, guck mal an. Dankbar. Ja, definitiv. Definitiv, jetzt weiß ich, ja weiß ich es auch wieder. Hier muss man nämlich sich verteidigen. In die ganze Gruppe an Feinden. Hat leider nicht geschossen, hat leider nicht funktioniert. Weiß Bescheid. Okay, bin fertig geworden. Mal kurz verziehen. Okay, haben wieder was gesurft. So, der ist auch fertig. Langenmaul, wenn du mit einem Granate Schaden verursachst, wird deine Nahkampfabklingzeit verringert. Das ist nur gut. Impulsgewehr-Nachlader erhöht das Nachladetempo von Impulsgewehren. Ja. Wir können jetzt sanfte Ballister, erhöhter Rückstoß, Reichweitenboost, aber auch verbessere Schaden. Erhöht die Angriffskraft, sodass diese Waffe mehr Schaden verursachen kann. 107. Okay, das Fusionsgewehr geht jetzt auf die Kaskade. Durch Nahkampfkills automatisch einen Teil des Waffenmagazins nachgeladen. Klingt auch ganz nützlich. Okay, den können wir weiterbringen. Und zwar Arcane Weisheit. Training, das auf Erholung nach Schlachten und auf Tempo fokussiert ist. Wunderbar, nehmen wir. Dann haben wir jetzt diverse Zeug. Hier sind die Rüstung jetzt nichts Neues aus. Bist du eigentlich jetzt Mittlerleder? Wieder zweiten haben, ja. Okay. Mit der Truhe ist echt ärgerlich. Eine Mission, dass man die in der normalen Mission erreicht. Dann muss ich jetzt natürlich selber ankreiden. Beim nächsten Mal weiß ich, beim nächsten Planeten weiß ich besser. Naja. Ja, vielleicht kann man so die Mission spielen, ohne zu groß kämpfen. Kann auch sein, dass man dann da reinläuft oder so.
Vielleicht mache ich das auch noch. Vielleicht versuche ich in die Mission reinzulaufen und versuche das so weit zu spielen, dass wir da nichts kämpfen müssen. Aber durchlauf durch alles. Da verbrenne ich keine, verbrauche ich keine also Erfahrungspunkte oder so. Ich mag es halt nicht, Sachen mehrmals zu spielen. Das ist auch nicht das Ziel dieses Displays, aber vielleicht mache ich das nachher mal bis zum Abschluss. Gehe nochmal kurz in die Mission rein und lauf da durch und hol uns die Truhe und dann hauen wir ab. Ah, ich glaube, der spielt hier diese Story-Mission, wo er dann da hinten hin muss. Nicht da, wo man denkt. Okay, wir mal hier lang fahren. Da wissen wir, dass hier nicht so nichts los ist. Ui. So, wir sind da wohin sollten. Ah, was ist denn hier so los? Und das wieder mal. Ich arbeite hier an etwas, und zwar, holt euch die Details von eurem Geist. Suche nach Drehgeschützen im Wrack eines gefallenen Schwebers. Es lohnt sich, sie zu bergen. Also gefallene Schweber muss ich dann erledigen, Mihida. Genau. Genau. Nur drei davon von denen. Was kriegen wir schnell zusammen, wie es aussieht? Ich muss, glaube ich, da in die Richtung, oder? Ich muss mal kurz gucken, wo das war. Ja, genau, wir sind da hoch. Wir müssen in die Richtung. Den nächsten Geist. Ja, ich sage vielen Dank für die Einladung, aber. Rat nicht. Wenn ich einen Raid brauche, frag ich ihn nochmal. Oh Gott, ich schieße so schlecht. Wie schlecht willst du schießen? Ja! Immer. Okay, gebe Holiday Bescheid. Gut gemacht. So niedrig. Ja, der Granaten, den bin ich nicht so der vom beste Spieler. Aber ist das Spiel so einfach. Man muss einfach da hinhalten, wo der hinwerfen soll, aber. Lass das. Mal gucken, wo der hier ist, der Geist. Ah, hingeblieben. Hier hoch? Ich guck mal. Was da passiert? Ich helfe dir mal hier. Wir sind da hoch, hab das jetzt so in mir Augen mitgekriegt, wir sind da hoch irgendwo.
gucken, wo der ist. Okay, hab das natürlich nicht genau gesehen, weil ich war ja gerade beschäftigt. Das guck ich nochmal ein bisschen. Ja, das ist gar nicht mal so schlecht hier. Wir müssen auf der Seite einfach. Naja. Ach, come on. Wir müssen da drauf, glaube ich, die Leute. War eben schon richtig eigentlich. Ich muss eigentlich da drauf springen und dann. Wasser. Wasser doch! Ah, Ozean der Stürme! Mhm. Okay. Okay, dann nächstes hin. Eine goldene Truhe als nächstes. Nur wo? Wir sind weiter weg, glaube ich. Ja, hier ist mal geballert, aber wir werden gerade nicht beschossen. Wo geht es jetzt runter? Es geht in den Tempel von Crota. Gut, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal zum Tempel von Crota und gucken da mal rein, ne? Und da können wir auch ohne Mission hin. Boah, mal gucken. Da müsste ein Ding sein. Ich glaube nicht, dass das hier richtig ist. Hier könnte vielleicht eine Truhe sein. Nur Helium? Nope. Nur zwei, so sehen wir nicht. Ich brauche drei, eine Dreiergruppe brauche ich. Habe ich überhaupt genug Zeug? Jetzt habe ich genug, ja, von der Waffe. Na, wir würden mal zu dieser Mission da laufen. Und gucken, ob das. Ich habe das Gefühl, wir sind weiter weg da als eben. Ne, wir können jetzt hier lang. Ach, da müssen wir eh da Richtung, glaube ich. Ne? Und da gibt es auch eine Truhe. Erleuchten, ich will jetzt voll nur ein. Erleuchten. Geschossen. Wir bezahlen für Geistanalysen von Reliktenhüter. Wir brauchen sie für ein neues goldenes Zeitalter. Das funktioniert. Ja, 3 von 7. Na, immerhin, wir ernähren uns langsam, ne? Wie das Eichhörnchen. So, dort aus dem goldenen Zeitalter, die in den Frachtbeschleuniger des Mondes eingetragen wurden. Ach, das ist ja da, wo ich angefangen habe, ne? Naja. Dann machen wir das mal kurz. Da fahren wir noch mal kurz hin. Wie da, wo wir angefangen haben. Oder so ähnlich zumindest. Ja doch, ist doch wirklich da. Alles, wo wir alles schon erlebt haben hier. Ein Leuchtenkitz wohl noch. Rat des Sonnensängers. Ah.
Hier soll's rein. Dann scannen wir mal die Umgebung. Ich hoffe, ihr seht auch was. Sollte eigentlich, aber es sein kann auch sein, dass YouTube das vergeigt. Okay, los, weiter. Da weiß ich natürlich nicht, wie die HDR-Qualität von YouTube, ehrlich gesagt, ist. Aber wenn ich die Videos runterlade, sehen die bei mir immer genauso aus, wie sie bei mir ausgesehen haben. Also, glaube ich schon, dass das eine ganz gute HDR-Konvertierung ist, was YouTube da veranstaltet. Da war noch drei, war noch, ach verdammt, der Tod. Na, machen wir die jetzt so platt. Ja, komm her, ja. Ist ja gut. Boah, wir sind in die falsche Richtung natürlich. Wir müssen wieder losfahren. Jetzt kriege ich auch kein Moskito geschenkt. Das ist ja blöd. Eigentlich, wenn man einen haben will, dann kriegt man nichts, ne? Jetzt mal Nina gefragt, habe ich einen gekriegt. Da werde ich gleich mal versuchen, diese Welt gerade ein bisschen nochmal zu machen für die Truhe. Und mache jetzt so noch nachreichen, noch einen Kriegssatelliten. Was ist denn der jetzt? Und der? Ich sehe den nicht. Ich bin ja gerade vorbei. Hat der Moment passiert, wo ich gerade weg war, oder was? Das würde ja zu mir passen. Ah, wir müssen hier runter. Gibt's noch mehr? Ach komm, na. Tempel von Krota. Ja, die sind gut, den Strike können wir eh noch nicht starten. Dann können wir die Tempel den Troini rausholen, auch wenn wir. Aber selbst wenn, müssen wir uns da durchkämpfen bis zum Ende und das will ich nicht. Ich würde da gleich probieren, gleich mit Weltengrab ohne wirklich zu kämpfen. Aber durchlaufen bis zum Ende. Ob das funktioniert, weiß ich nicht so genau, aber. Weil, na, vielleicht geht's ja, theoretisch. Wenn ich jetzt hier rumlaufe, mach ich auch Kills, ne? Ach, machen wir gleich einfach, dann ist gut, dann haben wir das Thema hinter mir. So, wir müssen jetzt hier, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin müssen. Was ist das? Ja. Bin ich noch weit runter. Waren es jetzt drei? Ich hoffe schon, ich weiß nicht so genau. Dann eine gute Idee ist, hier rum zu gucken. Schnellerer Zug OV, Standardvisier, ein leichtes Design, gut für die Rückstoßkontrolle.
Ach du meine Güte, ist da unten. Ja, hier unter tatsächlich irgendwo. Oder? Koma-Gelübde, wie komme ich jetzt wieder hoch? Warte. Ach du meine Güte. Aber es geht abwärts. Das war das Ende. Buh, wie komme ich jetzt wieder hoch hier? Ich habe keine Sprunghöhe. Ja, das war falsch, ne? Ne, ich bin sterb ab. Ich bin runtergefallen. Ja, da kann ich nicht mehr hoch. Das war blöd. Aber ich glaube, wir haben die Truhe trotzdem gesichert. Naja. Ach, doben gelaufen. Da kommt man nur hoch mit Doppelsprung, ne? Ach ja. Ja. Puh, das war blöd. Ah, 4 von 7. Wir haben da einen weiteren gehabt. Uns fehlen immer noch 5 Granatenkills. Die kriegen wir nur noch fertig. Der Rest, das wird wohl nix. Ne? Wir haben keine Akkusfähigkeiten. Maß haben wir nicht. Ja, das kann man vielleicht gar nicht machen. Wo war leere? Haben wir leere Waffen? Dann nehmen wir irgendwie leere Waffen hier zur Verfügung. Nee. War ja doch das Leere, ne? Nee, Leere war. Ich weiß gar nicht, was jetzt was ist. Wenn wir damit rumballern, wir müssen da mal ein bisschen was mit haben. Hier hochkommen hier, ne? Ja. Kann mich leider nie mehr hoch. Wir sind noch weit, die müssen noch weiter runter. Ah. Guck gerade, wir müssen noch weiter runter sogar noch. Ach ja, die muss doch wieder zurücklaufen. Naja, dann laufen wir doch mal zurück. Wir müssen noch weiter runter sogar. Ob das jetzt so sinnvoll ist, mit der Waffe rumzuballern, naja. Irgendwie schon, ne? Alles, was hieß, ist gut. Alle Waffen, die wir irgendwie haben, sind gut, ja. Aber das hat nicht viel gebracht, so ein führende Beutezüge. Ja, runterkommen hier. Hier unten. Auf der anderen Seite, glaube ich, einfach. Oh. Ob wir das so das machen können, weiß ich nicht mal. Wieder springen. Wir haben ja keine Sprunghöhe. Ja, mal gucken. Da finden wir eine Möglichkeit, ne? Wir sind da drauf. Ich weiß gar nicht, wie man das ursprünglich gefunden hat, ey. Die ganzen Leute, die das mal ursprünglich gemacht haben. Also, vielleicht geht das. Okay. Ich komme überhaupt nicht hoch. Ich glaube keine Höhe, ey. Da macht es Sinn, vielleicht zu wechseln auf den anderen Charakter. Hat der nicht irgendwie. Ja, der kann irgendwie nach oben steigen. Hätte man vorher drauf kommen können, ne? Mal zu wechseln gegebenenfalls. Aber hey. Ach, was macht man halt, ne?
war niemals hoch. Ich komme vielleicht anders hoch. Ah, wo soll das sein? Wo ist der? Ah, ja. Ah. Upp. Das hat nicht funktioniert. Upp. Klappt nicht. Wir müssen da hoch, wir müssen da hoch. Aber ich weiß gar nicht, wie wir das machen wollen. Ich würde sagen, wir sind gerade ganz unten angekommen, auf Boden der Tatsachen. Wir müssen da hochkommen. Ich versuche gerade eine gute Möglichkeit zu finden, wie man da hochkommt, ey. Ja, man muss ja immer da diese Vorsprung nutzen, aber ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Ah, wieder sowas für später, wa? Aber... ich komm nicht hoch genug. Wir werden es ausprobieren. Ach, meine Kollegen wieder da. Ja, es klappt mit dem gar nicht so gut, ey. Gar nicht herweise. Müsste da drauf kommen können oder da drauf, aber. Wir waren doch hier so am höchsten mit. Meine, die ignorieren mich jetzt immer. Also machen. Ja. Okay. Verdammt, fast. Wieder mal wieder hochkommen. Wir waren schon ganz gut. Wir haben gerade Probleme hier, wir kommen wieder Besuch. Wir können da hochkommen. Wenn wir da hochkommen, haben wir schon mal was geschafft. Ah, wir haben immer ein paar Passagen, die wir hier brauchen, ne? Wenn wir uns mal hier hochgegeben. Oh nein, fall ich runter. Was soll denn das? Ah. Ah, komm schon. Das ist ein anderer Weg da hoch. Wieder gegen die Decke geflogen und wieder runtergefallen. Was wollt ihr von mir? Mal kurz wieder wegräumen. Ich muss da hochkommen, verdammter Mist. Das ärgert mich. Ich bin ja auch so ein Try-Harder dann immer, ne? Wenn wir eigentlich da hochkommen müssten. Ich hab's einmal geschafft, da jetzt auf diesen Sportpunkt zu kommen, vernünftig, ey. Bin hier runtergefallen. Also.
Wieso komme ich jetzt nicht da hoch? Jetzt fahr ich mal runter. Verstehe ich jetzt nicht. Ich komme da nicht, ich krieg ja keinen Stand, ey. Komm schon, ey. Ach, komm schon. Ey, voll die Segel nicht mehr ab, ey. Ah. Ist ein richtiger Punkt, um da hochzukommen. Aber weiß nicht, man muss da noch herkommen, ey, aber. Da flieg ich wieder gegen. Ja, da flieg ich mal ab, ey. Einmal so hochgekommen, da auf den Vorsprung zu kommen. Warum geht das jetzt nicht mehr? Ich will nicht mehr hoch. Einmal einen guten Versuch gehabt, aber... Verstehe ich nicht, wieso der immer absegelt. Der Platz kann ich mich da nicht mehr halten. Am ersten Mal ging es sofort, ne? Also, das ist immer so. Jetzt bin ich wieder oben. Und er kommt wieder nicht hoch. Wir fallen wieder ganz runter. Ich habe das Gefühl, wir schaffen das nicht da hoch. Jetzt mal so unter uns gesagt. Ach, mal wieder an diesen blöden Stacheln hängen. Ich muss irgendwie sein, da hochzukommen. Hätte ich auf diesen Vorsprung gewollt. Oder gemusst. Wie soll man denn hochkommen, ist die Frage. Es war schon besser, ich muss da hochkommen. Dahin. Da war ich schon, aber ich komme da nicht mehr weiter. Ich hätte vielleicht hier überspringen müssen. Von dort aus dann darüber. Hat von da aus richtig hochzukommen, aber. Ich schaffe das halt nicht. Da hochzukommen, ey. Das reicht nicht ganz, ey. Muss da drauf. Wenn die blöden Stacheln nicht wären. Gucken, ob ich hier noch was noch höre, ob ich noch einen besseren Winkel kriege. Ja, ich komme immer gegen Stacheln, deswegen vergeige ich das immer. Ah, ist fast. Muss ich besser auspositionieren, dann geht's. Ja, wunderbar. So, es hat nicht funktioniert. Wie komme ich jetzt hier noch höher? Höher kann ich, glaube ich, nicht mehr, oder? Mal gucken. Na doch, vielleicht leichter, Mann. Ah, ich muss da hochkommen. Ja, es geht von hier aus. Denke ich mal. Aber diese blöde Dinge über mich, das vielleicht hilft mir auch nicht unbedingt. So. Nein, ich hang da jetzt fest. Okay. Aber ich habe eine bessere Methode, die Methode da hochzukommen. Also geht das. Muss ein bisschen auspositionieren, damit wir hier dann vorbeikommen an diese Stacheln. Das ist fast ideal, mehr geht da nicht. Ja, kommen wir nämlich direkt hier zuverlässiger hoch.
So. Aber wie komme ich dann da rüber? Also von da Seite geht's nicht. Von da aus? Hm. Der Biegenkabel geflogen, ärgerlicherweise. ärgerlich. Hier das Kabel geflogen. Wo ist an dem Punkt hier? Dann hier hoch. Das geht ja jetzt, ne? Zuverlässig, immerhin. So, wie komme ich jetzt da weiter? Ja, wir sind doch noch zu niedrig, wir müssen noch höher, aber... Wir müssen da hochkommen. Das geht aber nicht so gut. Ich muss einen anderen Weg finden da hoch. Das überlassen, das mache ich jetzt auch noch. Wir schaffen das auch, bin ich ganz sicher, aber müssen ein bisschen versuchen. Meine gut, nicht gute Sprungkünste müsst ihr jetzt wohl begutachten. Aber wie gesagt, wer die langen Folgen guckt, der hat eh nichts Besseres zu tun im Leben, ne? Also, das nehme ich das auch nicht so wichtig, weil wir haben jetzt eh. Boah. Ich glaube, wir können hier hochkommen. Ja, wunderbar. So. Aha. Ich jetzt noch mal noch höher. Wir sind fast da, wo wir sein sollten. Wir müssen da rüber. Wunderbar, genau. Oh, wir sind noch hier hochgekommen. Genau, wir sind jetzt an selben Punkt, wo... Ah, jetzt, okay, das, ne? Das war ein harter... Wie man da hochkommen soll, das ist ja die Frage. Schafft man den Sprung? Das ist hart, da rüber zu kommen. Da kommt man halt nicht, ne? Na, Fleck, wir können von hier aus rüberkommen. Können von hier rüberkommen, ja wunderbar. Uah. Der harte Kart erarbeitet. Geistfragment Warlock 2. Uiuiui. Der war nicht so einfach, ne, zu kriegen. Mal so festhalten. So, hier rauskommen, hier unten. Wunder, wenn das auch zu einer zugehörigen Mission ist, irgendwie, ne? Ich glaube nämlich, dass es hier eine Tür gibt. Naja. Meine Hesen können wir mal kurz erkunden. Wir können auch so hier raus, ne? Ich kletter so aus dem Mondkrater raus. Ja, warum nicht eigentlich? Was spricht dagegen?
Das sind ja das ist eine Tür, die man von hier aus öffnet. na, von der anderen Seite, aber naja. Okay, jetzt runter. Autsch, hab mich nur gestoßen. So, jetzt sind wir hier. Hier raus. Ah, ach ja toll, hätten wir es vorher gewusst, hätte ich da gucken können. Na, es hilft ja wieder wunderbar, wenn die ganze Liste in die Reihenfolge auch nicht falsch ist. Ach, andererseits kann ich noch mal vielleicht doch noch runter, noch weiter runter? Ging's aber nicht mehr, ne? Jetzt da, an dem einen, wo wir nochmal drin waren, wo wir diese Hexe erlegt haben eben vorhin, hätten wir auch noch einen Geist holen können. Da war nichts los hier. Ja, ich fand aber erstaunt, dass wir relativ ungestört darauf waren jetzt eben für die ganze Aktion. Nicht ständig ja Gegner erledigen mussten. Ja, das heißt, wir machen die Fahrt nochmal runter. Hm. So. Wir müssen nochmal hier los. Ach, da geht's raus. da geht's ja raus. Hab mich schon gewundert. Ah, der da oben, ich weiß, wie Leute darauf gekommen sind, dass da hier sein sollten. Ja, ich denke mal, da muss irgendwie zu einer Mission kommen, da muss ich auch nochmal hin. Ey. Ich bin ganz sicher, dass die meisten irgendwie durch eine Mission erreichbar sein müssten, aber der war es nicht schwer zu kriegen. Zumindest mit unserer. Habe ich jetzt hier die Fall auch richtig klasse, habe ich doch auch. Wunderbar. So. Wir müssen wieder in die Richtung. Und dann nochmal rein. Jan soll schon da, wo hätte einer sein. Ich hab natürlich nicht darauf mitgerechnet, wenn man nicht an die Handy geguckt. Ja, ich merke schon, dass ich auch ein bisschen sloppy werde, ey. Dass ich da echt nicht so ausführlich bin, wenn ich da weiß, ach, da ist ja keiner. Beziehungsweise ich mich darauf verlasse, dass wenn man da hingeht, dass da nichts mehr ist. Oh, leider ist das nicht so. Ja, nochmal hier rein. Ich komme ja bald wieder. Ich komme ja bald wieder, keine Sorge. Was denn davor? Ich stand schon vor dem sogar davor, ey, meine Fresse. Ich stand sogar schon hier. Wir waren nämlich hier, hätten nur nach unten gucken müssen. Hier ist er nämlich. Eine Merkur.
Ah, ja, war's mal hier, ey. Da. Da müsste auch hinkommen eigentlich. Einer fehlt uns noch. Hat aber gereicht. Na, aber gefühlt war es jetzt wie langsam, aber. Krieg das Wort aus ganz nah. Das gab's erst mit der letzten Erweiterung, diese der Weg des Warlocks und sowas. Das gab's auf jeden Fall definitiv nicht. Andererseits. Ich laufe hier gerade die ganze Strike ab. Sneak Peek wie Peter. Wo wir hier sind. Ehrlich gesagt, weiß ich so nicht so ganz genau, aber blauen Zirkel ist immer richtig. Dann müsst du auch zum anderen Tempel kommen. Ja, genau, sind wir hier, wo wir unseren Lieblingsgegner hatten, wo wir nicht reingekommen sind. Na, zwei Fähren, das Licht zwar jetzt nicht so der Hammer. Wollte die eng erledigen, ne? Die kommen ja wohl gut wieder raus, denke ich mal. Ich nehme ganz viel Zeug. Wollte ich sagen, ob wir hier richtig sind? Nein, lieber nicht. Das ist so ein Todesfalle. Ah, meine Güte, wie soll man da nicht hinkommen? Ey Gott, oh Gott, oh Gott. Das kann nur schief gehen, ganz ehrlich, aber hey. Kein Risiko ist so groß im Rahmen der Patrouille. Oh Gott. Seid mir abgestürzt, nein! Nein, Peter, ich bin wieder gegen irgendeine Decke geflogen oder sowas. Ah, ist ganz gefährlich, sag ich euch. Bin ich jetzt gelandet? Wo bin ich hier? Wo bin ich hier und wo will ich hin? Ich glaube, ich bin hier und will. Bin in die falsche Richtung. Nee. Ist richtig, ich muss da wieder hin. Bin irgendwie gegen die blöde Decke geflogen oder gegen irgendwas anderem. Blöderweise. Jetzt bin ich wieder hier. Hier habe ich kein Fangnetz, ey. Ich kann wieder ein paar Mal sterben dabei. Was macht unser Geist eigentlich dann?
Ich muss gucken, muss ich jetzt nach unten oder nach oben? Nee, ich bin schon richtig. Gott. Wie wir da wieder zurückkommen sollen, weiß ich auch noch nicht. Das ist auch ein anderes Thema. Das ist für Zukunftsdiebster. Das ist die Diskussion für Zukunftsdiebster. Der muss einen anderen Weg finden. Saturn. Gibt es hier einen Weg hier hoch? Oder? Ja. Die letzte Truhe. Das heißt, da käme man nicht rein, denke ich mal. Aber ich weiß nicht, wie wir jetzt hier. Kann man denn da hin? Ich muss ja jetzt versuchen, hier ranzukommen, ne? Ach, muss ich besser ausbalancieren. Fast! War da nicht gut genug, aber fast war gut. Ja, nun bin ich immer noch hier. Komm ich nicht mal mehr raus? Ja, ich würde sagen, wir können nur das versuchen. Hier gibt keinen anderen Weg hier raus, wir müssen da rüberkommen. Haben uns festgebackt, herzlichen Glückwunsch. Natürlich, man kann immer nicht in Orbit bringen. Begeben, aber wir wollen das ohne Orbit schaffen. Alter, wir springen jetzt so weit. Ich bin jetzt so weit rüber, ey. Was war denn das? Ah. Also, wir können ein paar Mal sterben jetzt bei dem Versuch hier. Da müssen wir dann auf jeden Fall vorbeikommen. Wir müssen ja wieder zurückkommen, auf jeden Fall, wenn ich dann in diese Tür hier vorbeikomme. Aber, ich hoffe, bei dem Moment, was ich eben hatte, aber ich das Gefühl, ob es nicht besser wäre, direkt rüber zu springen. Ist es in der Tat. Man ärgert mich, wollte ich auch noch erledigen, ey. Wie sieht's eigentlich aus? Hab alles fertig. Wo wir hier sind. Er will jetzt trotzdem nochmal da hingehen. Ich glaube, wir können aber nicht mehr weiter. Ich vermute, dass die Tür da hinten zu ist. Aber wir gehen ja trotzdem mal hin. Er will mal versuchen. Ich glaube auch nicht, dass wir da hinkommen, ey, in die Weltgrab-Sache. In die Kammer. Die muss ja auch hinter der Tür sein. Aha, wir sind teilweise hart, erkämpfte Sachen hier, ey. Wir können zwar jetzt hier bis zum Ende laufen. Ich glaube, hier ist die Tür dann zu. Hier sind die Beschwörungsgruppen, hier hinter ist die letzte Kiste. Das ist halt Beschwörungsgruppen, ist halt, die bringen auch den gleichnamigen Strike. Der endet dann hier. Da kämpft sich quasi, man kennt sich quasi dann ein bisschen durch. Nur anders, als man das jetzt hier getan hat. So, das heißt, es ist also der letzte. Das heißt, wir müssen eigentlich jetzt wieder nach oben kommen. Na, die Frage ist natürlich, wo. Wo war diese blöde Weltengrabkammer? Wenn ich mich hier nicht spielen will. Ich würde da so eine kleine Mission nochmal kurz starten. Ich versuche da nochmal. Ja, ich mach die meinetwegen auch so weit, aber ich versuche da möglichst wenig zu kämpfen, in die Kammer zu kommen und dann können wir alles hier machen.
Wo war denn das? Weltengrab, wo war denn das? War es nicht sogar hier hinter? Ah, ich glaube, wir gehen mal gleich raus. Machen noch die Weltengrab-Mission. Starten wir, um in die Kammer zu kommen. Die eine, die letzte. Aber das war also ohne Schaffen, ohne viel zu umzubringen. Ohne Zeitverlust. Dann machen wir das noch. Kann sein, dass wir nur weiterkommen, wenn wir hier durchlaufen, aber. Da will ich einfach nur durchlaufen versuchen. Vielleicht geht das ja ohne. Das wäre ein dummer Versuch, aber. Ich glaube, wir müssen das halt leider machen, weil wir da im Ende sein müssen. Weltgraf war doch hier, glaube ich. Weiß nicht, so hier lang. Ich weiß nicht mal, wie man dann runden reinkam. Ach, ich komme, ich versuch's ohne, weil wir vielleicht. Idealerweise kämpft man nämlich nur den Abschnitt, den man dann machen muss, gegen Ende, aber. Ich habe jetzt natürlich die Mission nicht mehr im Kopf, ey. Ist ja eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ach, was heißt eine Weile her? Naja, ein, zwei Wochen, ne? Halt, ein, zwei Wochen ist wieder her, für mich. Weil ich weiß nicht, vielleicht für euch sogar weniger lang, glaube ich, könnte sein. Wir sind hier. Der liegt immer noch. Ach, der wäre verbrannt. Eine neue Mission hier zu tun. Ne, wir haben alles hier gemacht. Wir haben ja auch ein paar Missionen gemacht. Wobei, na, so viele waren es auch nicht, ne? 4 oder 5 haben wir gemacht. Ja, ich flieg zum Orbit und mach nochmal die Weltengrab. Cleanup. Dann wir nochmal da rein. Was soll's? Weltengrab. Aber ich hoffe, wir schaffen das ohne irgendwie großes Kill zu machen. Was gehört denn noch? Machen wir das als Zugang im Speedrun bis zur letzten Kammer. Natürlich gucken, wo der jetzt war, aber. Wenn die Schar die Erde angreifen will, müssen wir sie aufhalten. Sie hat eine Bibliothek im Inneren des Mondes. Das Weltengrab. Dort ist alles archiviert, was sie über die Erde weiß. Wir müssen da runter und stehlen, was wir können. Definitiv nicht. Also wir müssen die jetzt mit dem letzten Raum spielen. Aber ich hoffe, wir kommen dahin. Und dann können wir sofort wieder raus. Das Weltengrab befindet sich tief in ihrer Festung. Laut dem Geist, den wir gefunden haben, gibt es dort einen alten Ritter, der es beschützt. Ich kann uns hinführen, aber wir müssen ihn bekämpfen, um das Grab zu finden. Na, muss ich das? Ach, machen wir das im Schnellgang. Ich muss dann doch den einen Ritter da erledigen. Das ist ja nicht so schlimm, wenn wir das machen. Wir müssen jetzt hier. Hier war das, ne? Juhu! Da eben keine Sprunghöhe gekriegt und jetzt kriegen wir ein Problem hier. Die Schar hat den Mond völlig zerfressen und mit unzähligen Kammern und Katakomben gefüllt. Upp, alle Umgang. Unten ist eine ganze Nekropole. Egal, einmal durchlaufen. Ah, da fahren wir durchlaufen. Und das sehen wir nicht. Haben wir schon genug hier durchgekämpft. Einer, ob wir da weiterkommen, ist ja die Frage, ne? Aber hey. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Keine Ahnung.
Ah, die Revision. Der Ritter ist in der Nähe. Er ist mächtig und nicht alleine. Ja, wir haben es. Aber dieser Ritter hat den Schlüssel zum Grab. Wir müssen ihn töten. Ja, man kann es auch auf Schnelldurchgang machen. Ja, ich spiele mal voll nicht so. Ach, das ist ja die Mission gewesen, na dann. Ah, ich könnte mal einen kurzen Ritterplatz, den einen weiter erledigen. Das ist der Schlüssel zum Grab. Okay, ich weiß, wo wir hin müssen. Na dann? Ah, muss ja ganz gehen. Ja, war nur ein Kill, haben wir nicht mehr viele Erfahrungspunkte gekriegt. Deswegen gibt das okay, immer auch. Geht das schon klar, ey. Mal allen vorbeilaufen, man kann die ein bisschen so spielen, wenn er wollt. Das sollte uns direkt zum Grab führen. Zum Weltengrab, nicht zu unserem. Du weißt, was ich meine. Natürlich. Der Raum, ich vermute, dass es eine Tür sein müsste, die gesperrt ist, sonst. Hallo! Muss kurz durch, tut mir leid. Muss kurz durch. Ja, komm her. Schaffen wir. Hier sieht für die mal was zu. Da ist es. Also, Dreh ins Chaos, na. Ich bin rausgekommen. Ja, wir haben nur einen Gegner erledigt. War doch ganz okay. Ja, müsst zwei alle Truhen haben. Ne? Dann haben wir, außer einer, die es halt nur im Zuge des Strikes gibt. Ja, bin ich mit zufrieden, muss ich sagen. War nur ein Gegner kurz erledigt. Das hat ja nie so viel Erfahrungspunkte gebracht. Deswegen war es okay für mich. Also, das zu verzerrt, immer wenn du eine Mission abschließt. Und wir kriegen jetzt eh durch Beutezüge jede Menge Kram, muss man sagen. Ein paar Level jetzt machen. So, haben wir ein bisschen was geschafft. So. Da können wir dann mal in Ruhe mal ausleihen, bitte, was wir alles haben. So. Da kommen wir mal. Gehen wir einmal zum Subtrachen. Komm her. Die dich ansprechen könnten. Ich finde es handelt. Hunde gefroren abholen. Die Währung der Stadt, eine programmierbare Materie, die vor dem Untergang als Energiequelle genutzt wurde. Deine Charaktere teilen sich den Dilemma, den du besitzt. Hausbanner ein. Nimm. Danke für jede Menge Kram, ne? Panzerhandschuh. Hier. Eine Körperrüstung. Ein Klassengegenstand, Lichtpartikel, ne? Mystischer Anzug. Klassengegenstand. Pass auf dich auf. Auge der Geschichte, Klassengegenstand. Eine wahre Konstante, Klassengegenstand. Frag das mit Stolz. Mystischer Anzug, Beinrüstung. Arzt im Zirkel 2. Die Waffe? Eine gute Waffe. Eine Sultan SA-5, das klingt gut. Naraka SA-5, ist ja Waffe. Nox 3 und Spezialwaffe. Und wir haben einen Levelaufstieg. Du bist bei der Gruppe im Rang aufgestiegen. Hüter, danke für die Chance, deine Funde studieren zu dürfen. Hoffe, du bist nicht allzu sehr enttäuscht von manchen Ergebnissen. Kryptarch Master Rano Rahol. Kryptarch-Paket. Belohnung an dieser Gruppe dafür, dass du dir einen neuen Ruf erarbeitet hast. Besser Münzen und Lichtpartikel 4. Na, warum nicht? Wie immer ein Vergnügen. Ja, das war in der Tat mal interessant. So, jetzt können wir mal kurz gucken. Okay, wir haben den abschließen.
Wir können ihn abschließen. 30 Kills mit Solarfähigkeiten. Wir haben erlange 7x3 Kills in 3 Sekunden mit einer Spezialwaffe. Lichtpartikel gab es dafür. Eine Hausreinigung. Besiege 10 gefallenen Major Ultras. Und wir können Level 20 erreichen. Erzielt 20 Granatenkills. Legende der Warlocks. Wow. Sprich mit. Ich komme aber mit deiner Prüfung als Warlock. Meine Güte, da haben wir ordentlich was gemacht. Da haben wir noch nichts geschafft. Wir können mal anfangen. Fangen wir hier. Patrouille 1x1. Unsere Feinde werden den Kampf gegen uns nie aufgeben. Patrouillen sind eine direkte Antwort darauf und zeigen der Dunkelheit, dass auch wir niemals aufgeben werden. Commander Zavala. Kehre zu Zavala in der Halle der Hüter im Turm zurück und berichte von deinen Patrouillen. Vater Sonnensängers. Es ist nicht leicht, feurige Flügel zu besiegen. Sprich, Geist. Sprich mit Ikora in der Halle der Hüter im Turm. Und Legende der Warlocks. Licht ist mysteriös, egal wie viel wir darüber lernen. Ein völliges Verstehen ist uns nicht möglich. Doch eins wissen wir mit Sicherheit. Es wird dich nie im Stich lassen. Ikora Way. Sprich mit Ikora Way über deine Prüfung als Warlock. Er hilft aber jetzt von den Beutelzügen weg. Was haben wir hier noch? Urkundenbuch, Zeitalter des Triumphs. Dieses Buch ist ein Begleiter für Zeitalter des Triumphs. Feiere deine Siege gegen die Dunkelheit und stelle Rekorde auf. Was mache ich damit? Was mache ich damit? Buchabschluss 0%. Feiere deine Siege gegen die Dunkelheit auf und feiere sie, um deine Gen-Status aufzubauen. X halten, um das Siegel aufzubrechen. Macht das Sinn? Ja, 3. Sollte das denn machen? Bin ich sicher, soll ich das aufbrechen? Das ist eigentlich Jahr 3. Ich bin nur noch im Jahr 1. Also ich lasse das immer mit Jahr 3. Jahr 3 Kram machen wir noch nicht. Machen wir erst, wenn wir Jahr 3 haben sollten, oder? Ich weiß nicht, ob das nicht eine bessere Idee wäre, aber... Andererseits, ach, was soll jetzt schon passieren? Ist alles freiwillig, man muss ja nichts machen. Hüter, neue Grimoire-Karte. Prämien, manche Fortschritte im Urkundenbuch, in denen du Zeitalter des Triumphmeilensteine abschließt. Es müssen die alle abgeschlossen werden, um sämtliche Prämien zu erhalten. Ist das so eine Art... Diesen? Was mache ich damit? Was muss ich jetzt hier machen? Was sind die Prämien für was? Wir denken, du hast einen Pfad voller Herausforderungen und Abenteuer bezwungen, von Anfang an. Zwischen der Veröffentlichung von Destiny und Dunkelheit lauert, wurde eine Aktivität abgeschlossen. Das geht ja nicht. Das müsste ich ja theoretisch haben, wenn ich meinen Xbox... Müsste theoretisch möglich sein, wenn ich mein Xbox-Konto, also wenn ich auf Xbox One spiele, theoretisch, also Xbox Series spiele, dann müsste ich ein paar davon haben, weil ich halt ein Profil habe von Anfang an und dann habe ich irgendwann erst nach König der Besessen wieder angefangen. Ja, das habe ich zwar nicht, zwischen an der Verlängerung von Haus Dunkelheit lauert und Haus der Wölfe wurde eine Aktivität abgeschlossen. Das habe ich halt nicht. In Jahr 1 von Trümmermente wurde eine Aktivität abgeschlossen. Habe ich auch nicht das Gefühl. Das habe ich auch nicht. Später April 2016 Updates wurde eine. Nee, habe ich alles nicht. Das sind alles Sachen, die ich nie gemacht habe, würde ich sagen. Ne? Habe ich nicht gemacht, war. Also, er hat mir nicht geholfen. Hat mir nicht geholfen, muss man so sagen. So, jetzt haben wir hier anderes Zeug, was wir mal machen können hier. So, wir haben hier zum Beispiel die Feuerblitzgranate. Eine Granate, die. Solarlichtblitz auf Feinde in der Nähe feuert, nehmen wir mal das. Und fokussierte Kontrolle, verbessert Leiten für erhöhte Richtungskontrolle in der Luft. Na dann, warum nicht? So, wir haben Waffen, nehmen wir immer den hier weiter. Bessere Schaden, Waffenteile, wir brauchen auch Waffenteile. Erhöht die Angriffskraft, sodass die Waffe mehr Schaden verursachen kann. Mal gucken, was wir hier so an Waffen haben. Hä? So. Wir haben einen 95er, Moskanon 3. Mit der Ganon zu zielen ist ein Kinderspiel. Irgendein teuflischer Geist hat es geschafft, ihren Rahmen sowohl leicht als auch stark zu machen. Dann würde ich den, der Schwächer, also würde ich sagen, den zerlegen wir. Wir haben einen Impulsgewehr mit 95. Das ist besser als das, was das wäre. Also würde ich sagen, wir nehmen das Impulsgewehr und zerlegen das. Wir haben ein Automatgewehr mit 95, das ist auch besser als das. Da würde ich sagen, nehmen wir das auch raus.
Wir haben hier ein Scout-Gewehr. 122 ist so eine Bestwaffe jetzt aktuell, wa? 122er Scout-Gewehr. Ui. Natürlich besser als das. Dann haben wir noch ein Automatikgewehr, ein Impulsgewehr. Was auch besser ist. Das Civolo 3. Ergonomie und Masse des Civolo wurden rigoros optimiert, um kurze Reaktionszeiten zu ermöglichen. Was habe ich jetzt hier in Waffe? Es wird immer neue Höllen der zur Eroberung geben. Na, HKSR5. Das Civolo 3. Jetzt können wir mal. Das war ein Impulsgewehr. Besser als das C-Tempus. Mehrzweckwaffe. Das Feuerkontrollsystem kann auch als Warp-Antriebsregulator fungieren. Wenn es einem nichts ausmacht, sein Gewehr von einem Gewehr fliegen zu lassen, so rum meine ich das natürlich. So, dann haben wir noch ein Automatikgewehr 95, das ist aber das, was wir hier haben. So, dass die Goku SR3 kann weg. Das kurzzeitig aufgrund einer Panik vor Fehlzündungen missachtete SR3 hat sich als fähiges Mehrzweckgewehr erwiesen. So, ich würde mal sagen, wir gehen da drauf und heute werden trotzdem. Kann ich das nicht aufrüsten? Doch, konnte ich, doch, klar. Nehmen wir das, ne? 109 kann das immerhin. Sicherheitsschuss, Snapschussvisier, hervorragende Handhabung, fantastische Zielerfassung. Dann können wir noch machen, Handlader. Diese Waffe ist auf größerer Reichweite effektiv. Snapschuss, Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Und verwehrt bessere Schaden nochmal. Erhöht die Angriffskraft, sodass die Waffe mehr Schaden verursachen kann. Was kann denn das Scout-Gewehr? Wir haben sicherer Schulz-OV, Rotpunkt-Ores, flexibles Visier, verbesserte Handhabung, Reichweite und Rückstoßkontrolle, Langstreckenlinse LLS3, Mitteldistanz-Zielfernrohr, gute effektive Reichweite und Rückstoßkontrolle, schwer und langsam. Zurück zum Absender, Kills die Waffe können Bonusmunition direkt ins Magazin befördern. Verbessere Schaden, erhöht die Angriffskraft, sodass die Waffe mehr Schaden verursachen kann. Handlader, die Waffe ist auf größere Reichweite effektiv. Explosivgeschosse, instabile Ladung explodiert beim Einschlag und verursacht einen Teil des Waffenschadens in einem Bereich und verbessert den Schaden nochmal. Ja, ich habe alles vorgelesen, jetzt mache ich das ja nicht. Nur Ausnahme. So, wir haben hier ein Fusionsgewehr, was besser ist. Da würde ich sagen, wir nehmen. Das ist ja schade drum, da hätte ich das eigentlich aufrüsten wollen, aber. Das brauchen wir nicht, da wir ein besseres Nox-Kantor 3. Das gut ausbalancierte Fusionsgewehr NC3 schafft den Spagat zwischen Schusskraft und einfacher Bauweise. Kann das aber zerlegt werden. Die Waffenteile, die wir haben. Und ein Scharfschützengewehr 117. Vom PGRLR5. Auslöschung hat sich noch nie so gut angefühlt. 117. Krasser Mist, da können wir das loswerden. Das LR3 ist natürlich schwächer als das LR5. Ausnahmsweise. Ja, wie wir sagen. Ich habe so eine Rotfinte. Ein besseres Rotfinte habe ich sogar hier. Copperheads Typ 32. Die mit geballter Ladung versehene Typ 32. Setzt ein Ausrufezeichen ans Ende so mancher Leben. Da würde ich den Deadlander natürlich verkaufen. Beziehungsweise verkaufen doch. Und verkauft man den ja, ne? Im Schaffensgewehr ist Rotfinte und Fusionsgewehr. Perfekt. Ja, Maschinengewehr 107. Das ist besser als das Darius C. Dieses mächtige Maschinengewehr für trägheitsgekoppelte Rammgeschosse ab, die extrem hohen Schaden bewirken. So wird er zerlegt. Raketenwerfer 124. Sultan SA5. Dröhnende Vernichtung ausgeklügelten Design. Eine Rakete pro Magazin. Aber besser als das, was wir hatten. Deutlich besser. Würde ich sagen, das Raketenwerfer, den würden wir zerlegen. Ganz gut. So, wir rüsten das trotzdem aus. Wir haben hier die Option zu den Handlader. Die Waffe hat größere Reichweite effektiv oder Einpunktschlinge. Wechsle Waffen schneller, bewege dich schneller, während du zielst. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, Reichweite ist aber dem eigentlich. Ne? Stabilität, ey, die ist schon so schlecht. Auch wenn die stabiler wird, je mehr man zieht, halt je länger man schießt, aber naja, okay. So, wir haben hier ein Chroma-Gelübdes, das ist deutlich schlechter.
Während des Aufstiegs eines Warlocks wird sein Helm zu mehr als nur einem Schutz. An irgendwas muss der Geist sich verankern, wenn er fliegt. So, wir haben 85er, 95, 95. Können wir überlegen, Disziplin, Disziplin plus 13. Der wäre besser, weil der hat ja plus 1 mehr. Ne? Axiomzirkel 5. Bete, dass die Kugeln dich zuerst finden. Ich werde von dir keine Leiche übrig lassen, um die sich deine Vandalen streiten könnten. Ja, dann nehmen wir den normalen Axiomzirkel. Können die anderen weg. So, 80. 86 und 95. Greife nach dem Licht. Im Moment der Verbindung fühlst du dich wie eine Brücke zu einer Welt, die noch erst kommen wird. Nehmen natürlich den. Okay, 105. 95 ist schlechter. Brauchen wir nicht. Stiefel bleibt Stiefel. Außer es handelt sich um einen Warlock-Stiefel. Denn dieser hat gewisse Extras. ja, wunderbar, ne? So, 87. Da gibt es ein bisschen mal neu, ein besseres. 90. 90. 45 ist aber schlechter. 120. 120. 90. 120, der letzte kommt zum Schluss, der ist der beste. Okay. Eine wahre Konstante. Manche Orden meiden jegliche metaphysischen oder ontologischen Doktrinen gehen zugunsten reiner Kampfdisziplin. Blutreife. Ich habe einen seltenen Schatz gefunden. Einen pragmatischen Warlock. 14. Heiliger. Trainiertes Chaos. Kontrolliere Raum und Zeit. Materie und Energie werden folgen. Mystischer Anzug. In der verzweifelten Schlacht am Dämmerbruch arbeiteten Warlocks zusammen, um den Feind zu zerschmettern. Doch es reichte nicht. Auge der Geschichte. Die Orden, die den Titanen am nächsten stehen, streben danach, den Einsatz des Lichts auf dem Schlachtfeld zu perfektionieren. Eine wahre Konstante nochmal. Manche Orden meiden jegliche metaphysischen oder ontologischen Doktrinen zugunsten einer Kampfdisziplin. Und wir nehmen den hier. Mystischer Anzug. In der verzweifelten Schlacht am Dämmerbruch arbeiteten Warlocks zusammen, um den Feind zu zerschmettern. Doch es reichte nicht. Genau, wir nehmen das und nehmen den auseinander. Den brauchen wir nie mehr. Hilft uns auch nicht wirklich weiter. Wir haben hier... Ja, wir haben Rajadehasen-Insignien. Da kommen wir nehmen mal den Hasen, ne? Warum nicht? Ist ja Level 19, ja. Ich weiß, dass wir Level 19 haben. Das ist wunderbar. Runter in die Stadt und wieder hoch. Runter und wieder hoch. Herr Jelo. Na, Level 20. Na, ein bisschen was zu erzählen. Upgrade freigeschaltet. Das haben wir doch alles schon gemacht. Länger ignoriert werden. Genau, wir müssen jetzt die Kurawei, sagen wir uns aber alle. Dann gehen wir am besten mit unserer Warlock-Vertrauten. Hast du was einzulösen, Warlock? Nope. Kann dir leider nicht helfen. Warlock-Verhut. Einmal reden wir mit ihr hier, mit Ikurawei. Brauchst du etwas? Legende der Warlocks. Hüter. Das wenige, das wir über das Licht wissen, stammt von vielen Opfern und vielen Versuchen. Vergiss nicht die, die wir in der Dunkelheit verloren haben. Und vergiss auch nicht, dich um dein Licht zu kümmern. Nur dadurch will die letzte Stadt bestehen bleiben. Ikora, nimm die Warlock-Ausrüstung an. 110 immerhin. Aber der Geschichte. Die Orden, die den Titan am nächsten stehen, streben danach, den Einsatz des Lichts auf dem Schlachtfeld zu perfektionieren. Das hilft. Pate des Sonnensängers, Rech Level 30, der nächste. Man spürt das Lied der Sonnensänger im Kopf, im Herzen sowie in der Seele. Deine Flügel werden zu den Flügeln deiner Verbündeten. Dein Licht wird zu ihrem Licht. Sei da draußen Teil eines Trupps, Hüter. Bringe ihnen bei, wie man aufsteigt. Was muss ich denn jetzt machen? Ich hatte so ein Gefühl, dass das hier aufgehen würde. Erzeuge 25 Sphären, der mit erleuchten. Besiege gegnerische Hüter mit Versengen im Schmelztiegel. Hast du dein Lied geübt?
Erinnere die anderen Hüter daran, was es heißt, einem Sonnensänger mit bei Feuerlichtstärke zu begegnen. Leider können wir das gar nicht machen, da wir nicht ins Schmelztiegel gehen eigentlich, aber hey. Das läuft alles planmäßig, Hüter. Mach ich trotzdem. Sie gegnerische Hüter mit versengendem Schmelztiegel. PvP ist Schrott. Pass auf dich auf, ja. Für mich leider wirklich Schrott, weil ich das überhaupt nicht gefühlt habe, ich spiele im PvP leider. Auch wenn ich es wirklich versucht habe, aber. Hab's ja, wie gesagt, hab's damals versucht, extra durch einen Titan dafür angelegt, um das besser hinzukriegen, aber. Das lief nie so gut, leider. Wie es halt immer so ist, ich war mein Letzter, ne? Hüter, was gibt's Neues da draußen? Die Armeen der Dunkelheit nutzen die Nacht. Ausgezeichnete Arbeit, Hüter. Wenn du bei jeder Patrouille so überzeugend bist, wird es der Stadt gut ergehen und deine Legende wird wachsen. Habe nie auch nur einen Moment an dir gezweifelt, Hüter. Das freut mich. Stärke durch Licht. Ja, grüne Licht, ja, genau. So. Na, da können wir die nicht benutzen. Okay. Wir haben gegen die Dunkelheit. Ich habe mich heute mit 9 Warlocks unterhalten. Sie haben von dir gehört und mich gebeten, von dir zu erzählen. Das habe ich getan und ihr Staunen wuchs zusehends. Die Wahrheit über deine Legende war mehr, als diese noch grünen Warlocks ertragen konnten. Sollten sie dich um Rat fragen, sei freundlich. Unser Leben hält so schon zu viele grausame und schmerzliche Lektionen bereit. Ikora Way, erreiche Level 30. Als die Kabale heranstürmten, hob der Warlock seine Hand zum Himmel. Der Himmel sank herab, um ihn zu treffen, und wir spürten, wie das Licht unsere Herzen berührte. Aus Tolans Tagebuch. Erzeuge 25 Sphären mit Erleuchten. Erschaffe Sphären 25. Flammenberührung. Der Handflächenschlag eines Sonnensängers. Das beste Beispiel für absolute Macht aus minimaler Kraft. Das Licht macht die Arbeit, Ikora Way. Besiege gegnerische Hüter mit Versengen im Schmelztiegel. Eigentlich nur 15, aber. Ah, das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Da bleiben wir genau stehen wie hier. Hier kommen wir, hier sind wir nur bis hier gekommen. Hier wollen wir ein bisschen mehr. Das ist so nur Strike-mäßig wie PvE. Ah, ärgerlich ein bisschen, ne? Einfach mal sagen, aber. Wir lassen hier trotzdem mal hier drin, aber ich glaube, wir werden die wahrscheinlich nicht verfolgen. Wo ist das? Naja, haben wir ja doch wieder was geschafft. Natürlich, es fehlt natürlich eine Truhe noch. Wir haben alle Geister jetzt trotzdem gefunden. Auch die eine Truhe aus der anderen Mission, die wir hätten Feuer drum holen müssen. Das ging jetzt auch relativ schmerzfrei, muss man sagen. Ja, nächstes Mal geht's dann zu Venus, würde ich sagen. Da werde ich aber im Vorfeld natürlich gucken, ob es da noch Missionen gibt, wo wir dann schon was sammeln sollten. Dann sparen wir uns den kurzen Ausritt in eine andere Mission. Das werde ich mal nochmal gucken, ob man da irgendwie speziell Sachen machen muss in einer Mission oder die es halt nur in einer Mission gibt oder halt ähnliches. Naja, gut. Ich würde sagen, PvP, wie gesagt, machen wir nicht im Rahmen des Let's Plays. Immer nur PvE-Sachen. Ach, vielleicht irgendwann nach dem Let's Play vielleicht mal, aber ich verspreche da mal nichts. Hängt davon ab, wollt ihr das überhaupt dann sehen oder nicht. Das hängt auch von euch ab, ne? Wie ihr Interesse ist. Auf jeden Fall, ich hoffe, dass ihr zumindest Spaß hattet, denn diese Folge ist am Ende hier. Haben alles gemacht, was wir machen wollten. Haben auf dem Mars ein bisschen Patrouillen gemacht. Mars, Meridianbucht, Ziel enthüllt. Sei vorsichtig, der rote Planet wird von zeitlosen Maschinen auf der einen und Legion eines Alienreichs auf der anderen Seite geplagt. Für den vor dir liegenden Kampf musst du stark sein. Empfohlenes Licht Level 15 bis 18. Oder empfohlenes Licht Level, nur empfohlenes Level stand da nur. Ja, auf jeden Fall, na. Das soll es hier gewesen sein. Trotzdem, haben alles gemacht, was wir machen wollten. Haben Ziele erreicht.
Patrouillen gemacht, Missionen erfüllt, Gegner erledigt, hab alles getan, was wir machen konnten. Und deswegen sage ich nochmal, ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Denkt an die Videobeschreibung für die Links. Denkt an die Unterstützung für den Kanal in Form von Kommentaren und Bewertungen. Gerade Kommentare, wie gesagt. Habt ihr Interesse, mal so ein Raid zu machen mit mir? Oder wollt ihr PvP sehen? Wenn so nur wer spielt, weiß ich eigentlich auch nicht. Da Widersprüchliches gehört, manche sagen, es gibt kaum PvP. Noch andere sagen, ist noch aktiv. Würden wir auch ja dann ersehen. Ja, und ansonsten, ja, denkt natürlich an das Follow, bzw. das Abo, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Und ich sage danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.